Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum vierten Herringer Orgelstündchen, unserem musikalischen Gottesdienst in der Passionszeit. Die Musik und die Worte in dieser Stunde wollen unsere Herzen weiten für die große Liebe Gottes, die sich in der Passion unseres Herrn Jesus Christus verbirgt. In diesem Gottesdienst gibt es Paul Gerhards Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, Choralvariationen dazu von Johann Pachelbel, die Passion in 9 Inventionen von Hermann Reuter mit Texten von Dietrich Bonhoeffer. Die Orgel und das Klavier spielt Rainer Kamp, Kantor an der St. Viktorkirche. Hören Sie nun den Choral, O Haupt voll Blut und Wunden, in Satz und Variationen von Johann Pachelbel. Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn. O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hochschimpfieret, gegrüßet seist du mir. Edles Angesichte,
davor sonst schrickt und scheut das große Weltgewichte. Wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippenpracht, ist hin und ganz vergangen. Des blassen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, und daher bist du kommen von deines Leibes Kraft. Was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau, Herr, hier stehe ich arme, die Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Thank you.
Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Guts getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost. Dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinem Arm und Schoß. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil mich finden soll. Ach, möchte ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschehe mir. Thank you.
Hermann Reuter, Die Passion in 9 Inventionen. Die Texte sind von Dietrich Bonhoeffer, dessen Todestag sich am 9. April zum 75. Mal jährt. Abendmahl. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Christus in Gethsemane. Gott lässt sich aus der Welt herausdrängen ans Kreuz. Gott ist ohnmächtig und schwach in der Welt. Und gerade und nur so ist er bei uns und hilft uns. Christus hilft nicht Kraft seiner Allmacht, sondern Kraft seiner Schwachheit, seines Leidens. Hier liegt der entscheidende Unterschied zu allen Religionen. Die Bibel weist den Menschen an die Ohnmacht und das Leiden Gottes. Nur der leidende Gott kann helfen, der durch seine Ohnmacht in der Welt Raum gewinnt. Thank you.
Die Gefangennahme. Jesus weiß, was ihm bevorsteht. In Festigkeit und Entschlossenheit ruft er seine Jünger auf: Steht auf, lasst uns gehen. Jetzt ist die Stunde. Jetzt geht er in freiem Entschluss entgegen. Die Geißelung und die Dornenkrönung. Jesu Liebe, das ist die Liebe, die keinen Schmerz, keinen Verzicht, kein Leiden scheut, wenn es dem anderen hilft. Unser Herz steht immer darauf, nur unter den Freunden, unter den Gerechten und Ehrbaren zu bleiben. Aber Jesus Christus war mitten unter seinen Feinden. Gerade dort wollte er sein. Dort sollen wir auch sein. Das unterscheidet uns von allen anderen Sekten und Religionen. Da wollen die Frommen unter sich sein. Christus aber will, dass wir mitten unter unseren Feinden seien, wie er war. Darum zieht euch nicht zurück, sondert euch nicht ab, sondern sinnt auf Gutes gegen jedermann. Schaffet Frieden, so viel an euch ist, mit allen Menschen. Es ist an euch, Gottes Wort zum Frieden zu sagen, zum Frieden der Menschen mit Gott zu sagen, mitten in einer zerrissenen und entzweiten Menschenwelt. Diesen Frieden lasst uns bezeugen vor jedermann.
Gang nach Golgatha und die Kreuzigung. Christus, so sagt die Schrift, Christus erfuhr alles Leiden aller Menschen an seinem Leibe als eigenes Leiden. Ein unbegreiflich hoher Gedanke. Er nahm es auf sich in Freiheit. Wir sind nicht Christus und nicht berufen, durch eigene Tat und eigenes Leiden die Welt zu erlösen. Wir sind nicht Christus, aber wenn wir Christen sein wollen, so bedeutet das, dass wir an der Weite des Herzens Christi teilbekommen. In verantwortlicher Tat, die in Freiheit die Stunde ergreift und sich der Gefahr stellt. Und in echtem Mitleiden, das nicht aus Angst kommt, sondern aus der befreienden und erlösenden Liebe Christi, die zu allen Leidenden quillt. Tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Haltungen. Den Christen rufen nicht erst die Erfahrungen am eigenen Leibe, sondern die Erfahrungen am Leibe der Brüder, um deren Willen Christus gelitten hat, zur Tat und zum Mitleiden. Die Grablegung. Der Tod ist die Hölle und die Nacht und die Kälte, wenn ihn unser Glaube nicht verwandelt. Aber das ist ja das Wunderbare, dass wir den Tod verwandeln können.
Am Ostermorgen. Man sagt, das Entscheidende sei, dass im Christentum die Auferstehungshoffnung verkündigt würde und dass also damit eine echte Erlösungsreligion entstanden sei. Das Schwergewicht fällt nun auf das Jenseits der Todesgrenze. Und eben hierin sehe ich den Fehler und die Gefahr. Erlösung heißt nun Erlösung aus Sorgen, Nöten, Ängsten und Sehnsüchten, aus Sünde und Tod in einem besseren Jenseits. Sollte dies aber wirklich das Wesentliche der Christusverkündigung der Evangelien und des Paulus sein? Ich bestreite das. Die christliche Auferstehungshoffnung unterscheidet sich von den mythologischen darin, dass sie den Menschen in ganz neuer Weise an sein Leben auf der Erde verweist. Der Christ muss das irdische Leben wie Christus ganz auskosten. Und nur indem er das tut, ist der Gekreuzigte und Auferstandene bei ihm und ist er mit Christus gekreuzigt und auferstanden. Lasst uns Fürbitte halten. Gott, du leidest mit uns Menschen. Wir bitten dich, steh uns bei in der extremen Not, in die wir nun geraten sind. Wir beten für alle, die mit dem Coronavirus infiziert sind, für die, die in Isolation sind, für die Menschen, die auf der Straße leben, für die Flüchtenden, für die Menschen im Krieg. Wir beten um einen großen Segen für die Hotspots, in denen das Virus sich exponentiell verbreitet. Wir denken dabei jetzt besonders an Italien, an Spanien, an New York. Du kennst all die Orte, Herr, hilf. Wir beten für Ärztinnen und Krankenpfleger, für Medizinerinnen und Forscher, für alle Menschen, die Verantwortung, politische Verantwortung tragen in dieser Zeit, für alle, die dafür sorgen, dass unser Leben weitergeht. Wir danken dir für ihre Liebe. Wir bitten dich, schütze sie und segne sie. Wir bitten dich, Gott,
Segne uns, deine Menschen, dass in dieser extremen Situation unsere guten Seiten stark werden und stark bleiben. Stärke unsere Vernunft, unsere seelische Kraft. Und wir bitten dich, stärke unser Vertrauen auf dich und deine Liebe. Und dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Lasst uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott will euch schützen und segnen, dass ihr ein Segen seid. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir weisen darauf hin, dass es zum Palmsonntag, zu Karfreitag und zu Ostern Gottesdienst an dieser Stelle geben wird. Sie können sie jeweils am Vorabend ab 18 Uhr aufrufen. Wir laden Sie herzlich ein, die Passionszeit und das Osterfest auf diese Weise mit vielen Menschen gemeinsam zu feiern. Und hören Sie jetzt zum Ausgang unseres musikalischen Gottesdienstes von Matthias Nagel, Small Theme in A Minor.